Alex? Alex? Was? Alex, ich finde es ja wirklich nett, dass du mich eingestellt hast und so weiter, aber ich muss ein Praktikum als Grafikdesignerin machen. Kaffee kochen konnte ich auch vorher schon. Aber du durftest doch schon eine Kundenanfrage bearbeiten. Ja, aber das war nichts Besonderes. Ich studiere Grafikdesign, verstehst du? Grafikdesign. Sekretärin wollte ich nicht werden. Jojo, ich habe jetzt echt keine Zeit. Hier. Klausen und Partner, mein erster Auftrag. Die wollen mit ihren Kunden und Geschäftspartnern ihr Firmenjubiläum feiern. Es soll ein richtig fettes Event werden. Und ich soll das organisieren. Ja, das ist doch super. Was kann ich tun? Nichts. Klausen und Partner brauchen erstmal einen Kostenvoranschlag. Und ich will den bis heute Abend... Und ich will endlich was Sinnvolles machen und nicht meine Zeit verschwenden. Davon habe ich zu wenig. Und was schlägst du vor? Ja, wenn ich schon nichts entwerfen kann, dann... Dann lass mich wenigstens bei der Suche nach einem Ort für unsere Feier helfen. Meinetwegen. Dann bin ich mal gespannt, was du so auf die Beine stellen kannst. Yes! Hallo, Marc. Was? Nein, ich bin beim Praktikum. Heute Abend muss ich in den Holunder. Und dann muss ich eigentlich auch noch Lotta bei ihrer Kollektion helfen. Ja, und eigentlich muss ich auch noch für meine Klausur lernen. Aber vielleicht kann ich das auch am Wochenende machen. Was? Nein, natürlich will ich dich sehen. Oh, Marc, das ist doch Blödsinn. Hallo? Aufgelegt. Vincent, es wäre so toll, wenn ich meine Schicht am Donnerstag und Freitag verschieben könnte. Ich schreibe bald meine Klausur und ich muss noch so viel lernen. Das wird nicht gehen. Die Einzige, die einspringen könnte, ist Leonie und die arbeitet nur am Wochenende. Aber ich habe wirklich keine Zeit. Frauen haben nie Zeit. Außer zum Rumzicken. Genau wie meine Ex. Lässt mich zuerst mit dem Kind sitzen und jetzt will er das Sorgerecht für meine Tochter haben. Und die blöde Tagesmutter macht ständig Urlaub. Ich will auch mal Urlaub machen. Aber ich muss Doppelschichten schieben. Meinst du, mir macht das Spaß? Ich kann mir was Schöneres vorstellen, als den ganzen Tag den Laden hier allein zu schmeißen. Ehrlich? Ich wusste gar nicht, dass du ein Kind hast. Und dass du so viel Stress hast, tut mir leid. Auch wenn du jetzt auf Mitleid machst. Ändert nichts an der Sache. Es ist, wie es ist. Ich wollte nicht stören. Was machst du denn da? Trittst du ein Loch in den Boden? Ach, mein Chef ist total kompliziert. Das sind Chefs doch immer. Sollte das ein Geheimtunnel werden, damit du fliehen kannst? Sag mal, was machst du eigentlich, wenn du mal nicht hier bist? Sag mal, hast du Jojo gesehen? Jojo? Nee. Die hat heute früher Schluss gemacht. Mist.